Boah, guten Morgen, hä? Was ist das denn für eine Sirene? Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Ich bin gerade eben erst aufgewacht und jetzt ist hier überall Polizei. Leute, was soll ich machen? Soll ich etwa die Tür aufmachen? Aufmachen! Wer ist denn da draußen? Boah, da ist ein Polizist. Okay, ich mach mal lieber auf, Leute. Hallo? Wer ist denn da? Ich hab nichts verbrochen. Hausdurchsuchung. Was? Aber Sie können doch nicht einfach so in mein Haus reingehen. Hausdurchsuchung jetzt, aber flott. Heißt du zufällig Jimmy? Ja, ich heiße Jimmy und mein Bruder heißt Lomi. Okay, weil allen anscheinend bist du aktuell Tatverdächtiger eines Raubes. Was? Ja. Eines Raubes? Oh, wann habe ich denn was ausgeraubt und vor allem mit wem? Habt ihr überhaupt irgendwelche Beweise dafür? Ich werde die Beweise einsammeln. Mann. Was? Nein, das ist meine Switch. Oh, Leute, der hat einfach meine Switch mitgenommen. Oh, dieser so. Oh, blöde Polizist. Wo ist der Beweis? Alle Beweise findest du hier drauf. Hm. So. Und alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet, kleiner Jimmy. Was? Wo sind deine Eltern? Ah, meine Eltern gibt's nicht. Ich wurde adoptiert und ich muss mir erstmal das Video anschauen. Leute, anscheinend habe ich irgendwas gestern Nacht gemacht mit dem Kameramann und einer Kamerafrau. Ich glaube, das war eine Kamerafamilie. Aber nein, das kann nicht sein. Ich habe geschlafen. Ich will ihr blödes Beweisstück nicht. Ich will, dass sie mein Haus verlassen und lassen sie mich in Ruhe. Ich muss nach oben gucken. Wenn du jetzt nicht gleich mitkommst und den polizeilichen Anweisungen folgst, werden wir dich mitnehmen und ins Gefängnis zur Untersuchung bringen. Willst du das? Nein, kann ich vielleicht einfach heute Abend vorbeikommen zur Wache? Ich muss noch Hausaufgaben machen für die Schule und dann komme ich wirklich, versprochen, ehrlich, Ehrenwort. Ich komme wirklich. Aha, was habe ich denn hier gefunden? Interessant, interessant. Nein, was hat der gefunden, Leute? Interessant, interessant. Was haben Sie da oben zu tun? Hey, was haben Sie da gesucht? Polizeiliche Ermittlungen, ich darf Ihnen nichts verraten, aber Herr Polizist, ich sag Ihnen, ich habe was Tolles gefunden. Das wird Ihnen auf jeden Fall für immer hinter Gittern bringen. Ich komme heute Abend, alles gut, bis später, tschüss. Leute, ich habe damit nichts am Hut. Keine Ahnung, was der Polizist von mir will. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst auf jeden Fall ein Like dabei, weil ich bin unschuldig und ich werde das den beiden beweisen. Ich habe nichts mit den Kameramännern zu tun und einer Kamerafrau. So, gehen Sie jetzt raus. Ich habe damit nichts am Hut. Was ist hier denn ist da? Noch eine Nerfgun. Ja, das ist nicht meine. Keine Ahnung, Sie können jetzt auch nach Hause gehen. Ansonsten werde ich gehen. Oh, Leute. Du bleibst hier, du stehst unter Hausarrest. Manu, ja, dann geht doch einfach. Tschüss jetzt. Wir kommen wieder. Ja, Freunde, ich habe jetzt nicht mal mehr eine Switch. Wie doof ist das? Wir können jetzt Fortnite spielen. Komm, lass uns Fortnite spielen fahren. Seht ihr, die haben nur mal eine Switch mitgenommen, damit die Fortnite spielen können. Jetzt fahren die da weg. Die sind richtig doof. Egal, ich leg mich jetzt schlafen, Leute. Was ein blöder Tag. Oh Mann, ich bin jetzt sowieso wieder müde. Gute Nacht. Guten Morgen. Wer seid ihr denn? Ha, das ist doch... Das reicht, Jimmy. Was? Warum? Was habe ich denn getan? Und boah, du bist ja eine Kamera. Du siehst ja voll cool aus. Und du bist eine Kamerafrau. Oh, wie süß. Was wollt ihr? Warte mal, die Polizei war wegen euch hier. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid beide richtig böse und irgendwie kriminell. Ihr habt irgendwo eingebrochen. Du warst bei uns und hast mitgemacht gestern. Hast du vergessen? Was? Das stimmt. Und du hast uns verpfiffen bei der Polizei. Verpfiffen? Du 31er! Was? Ich hab ich gar nicht. Was babbelt ihr denn da? Leute... Kann es sein, dass die vielleicht die Wahrheit sagen und ich wirklich denen geholfen habe? Aber warum sollte ich euch helfen? Und warum seid ihr hier? Was macht ihr hier? Hast du uns ein Angebot gemacht? Wenn wir mit dir alles ausrauben, damit du deine Switches bekommst, werden wir von dir dein Haus bekommen. Aber jetzt hast du uns verpfiffen. Aber ich dachte, ihr seid nett und... Warte mal, das war doch gestern. Stimmt, ich kann mich ein bisschen wieder erinnern, Leute. Das war wegen so komischen Skibidi-Toiletten. Ihr meintet irgendwas, das mit denen ist. Du nix, sowas Skibidi ist. Hör auf. Die ganze Zeit gesungen. Die müssen wir fertig machen. Fertig machen? Sind... Aber kommen die etwa hierher, oder was? Ja.
Und was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das Haus sicher machen? Das wäre eine kluge Idee. Okay, aber... Und ihr seid nicht böse, ja? Wenn du uns hilfst, helfen wir dir. Eine Hand wäscht den anderen Fuß. Das heißt, eine Hand wäscht die andere, nicht Fuß. Was babbelst du da? Aber wie dem auch sei, ich... Sprichst du mir? Ja, kannst du die Nerfgun bitte wegpacken? Ich will mein Haus noch haben. Oder willst du etwa, dass die Skibidi-Toiletten kommen und alles kaputt machen, ha? Nein. Keine Skibidi, keine Skibidi. Jetzt hat der Angst, Leute. Der geht in die Ecke. dann lasst uns starten. Habt ihr vielleicht irgendwie Stacheldraht oder so dabei? Wir müssen das Haus irgendwie sicher machen. Ich kann Brexy umbringen. Nein, das machst du nicht. Hör auf damit. Und ich, Niki. Nein, hört auf. Ja. Niki und Brexy sind meine Freunde. Und denen dürft ihr nichts antun, weil die sind richtig nett. Und wisst ihr was? Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch adoptieren. Dann bin ich nur für euch da, versprochen. Ihr dürft den beiden nichts antun. Es ist jetzt auch hell geworden, okay? Oh Mann, kommt schon, lass uns einfach unser Haus sicher machen vor diesen doofen Skibidi-Toiletten. Die dürfen mich nicht angreifen, ehrlich nicht. Oh, Skibidi, oh, Skibidi, wir müssen anfangen. Genau. Kamerafrau, hast du vielleicht Stacheldraht? Dann kann ich schon mal anfangen und ein paar Laser hinmachen. Ich glaube, die hat meinen Mann eingepackt. Geh mal schnell zu ihm rein. Komm schon, Kameramann. Bitte. Sag mir, du hast irgendwas dabei. Nimm so viel du willst. Aber beeil dich. Okay. Sie kommen. Ich mach hier alles zu. Na schön, okay, Leute. Die sind ja voll hysterisch. Die haben richtig Angst vor den Skibidi-Toiletten. Aber jetzt machen wir gemeinsam unser Haus sicher und machen das sicherste Haus auf der ganzen Insel. Boah, du bist der beste Kameramann. Du bist ein richtiger Paps, ehrlich. Ich hab mir immer so einen Paps gewünscht. Und ich kann zusammen mit meinem Paps mein Haus bauen. Wie cool. So, wir machen hier das zu. Dann müssen wir einmal hier rüberspringen. Okay, ich glaube, ich werde den Stacheldraht... was machst du denn da, Kamerafrau? Graben? Willst du einfach Lava reinmachen? Richtig. Da blendet schon alles. Mein Haus brennt doch ab. Oh nein. Aua. Oh nein, Leute. Ich muss ganz schnell in Wasser rein. Aua, das brennt. Das hat gut getan. Die haben fast mein Haus abgefackelt, die Idioten. Das muss man noch wissen, Leute. Dass die Lava die ganze Wolle anzünden kann, weil mein Haus wurde ein bisschen mit Blauwolle gebaut. Okay, das ist eine richtig gute Idee. Aha, wir haben jetzt hier einfach so einen Stacheldrahtzaun, wenn man darüber läuft. Jimmy, du redest zu viel. Nimm die Laser. Los, fang an. Okay, ich beeil mich, ehrlich. Paps, ich mach das schnell. Okay, er hat mir jetzt auch Panels gegeben, Leute. Und damit werde ich jetzt erstmal über ein Laser hin platzieren. Am besten mache ich hier einen hin. Dann muss man das so rechtsklick und nach unten machen. Das sieht richtig cool aus. Das wird das sicherste Haus, was es hier auf der Stadt gibt. Und nochmal rechtsklick und nach unten, zack. Na, wie findest du das? Sei ehrlich. Wo ist da der Sinn? Da kann ich doch hier einfach durchgehen, du Doofkopf. Aber ich werde davor noch Stacheldraht hinmachen. Schau, das kommt hier hin. So, das heißt... Dann laufe ich hier durch. Aber ich muss doch auch durchlaufen können, oder nicht? Timmy, denk nach. Fällt dir irgendwas ein? Mann, Leute. Fällt euch irgendwas ein? Schreibt's in die Kommentare. Die bauen hier schon richtig viel. Das sieht schon richtig gut aus. Wie sieht's aus mit einem Schneemann? Der wirft die alle ab mit Schnee. Und Jimmy. Kamera? Wir haben eine Abmachung. Eine Hand wäscht den anderen Fuß. Und du wirst uns jetzt helfen, dein Haus sicher zu machen. Ansonsten bringen wir dich und deine Freunde um. Okay. Ich beeil mich jetzt, Leute. Ich kann nicht mehr so viel quatschen. Ich muss jetzt hier helfen, sonst wird das nie was. Wir sehen uns gleich. Wir sind schon richtig gut vorangekommen. Und ich hab hier auch so einen Toxic-Eimer. Und wenn man da reinläuft, passiert, glaube ich, was richtig Cooles. Ich zeig das mal kurz meinen Zuschauern. Und zwar, wenn man da reingeht, dann... Aua! Mir wird schwindelig und mir geht's nicht gut, Leute. Aua, ich krieg die ganze Zeit Schaden.
Trink Milch. Milch? Oh, danke, danke, danke. Du bist echt der Beste. So, ich muss schnell Milch trinken, das bringt nämlich, dass alles wieder weggeht. Okay. Und ich habe Hunger. Ich muss jetzt Hunger. Du hast Hunger? Ich gehe was holen. Lass mich zu Jimbly kommen. Kannst du mir was von McDonald's holen? Bitte, bitte, bitte. Okay, was möchtest du haben? Ich will einen Cheeseburger und Big Mac und eine Pommes. Und was möchtest du trinken? Eine Cola. Wir haben keine Zeit dabei. Okay, ich beeile mich, ich beeile mich. Lass mich essen. Leute, ich werde meinen ganzen Pool jetzt voll mit diesen rüberspringen. Oh, zum Glück bin ich da nicht rübergefallen. So, nein. Nein, ich bin schon wieder reingefallen. Aua, aua, aua. Ich muss nochmal Milch trinken, Leute. Gar nicht gut. Oh, das tut echt weh. So, ich muss jetzt aber hier auch überall das toxische Wasser reintun, weil das ist richtig gut. Hörst du das? Hörst du das? Was denn? Ich höre die Toilette. Du hast recht, Kameramann. Ich glaube, wir sollten in unser Haus gehen. Komm. Nein. Platzier noch die Fernseher hier überall. Fernseher? Und die Kameras. Los. Na, schön, wie du meinst. Ich werde sie überall hin platzieren. Okay, Leute. Anscheinend werden die Fernseher auch dazu beitragen, dass die Toiletten unser Haus nicht angreifen. Weil ich glaube, die haben Angst davor. Deswegen kommt hier eine Kamera hin. Und hier eine. Und jetzt muss ich irgendwie hier rüber, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben hier echt alles zugebaut. Okay, ich muss schnell noch die Kameras hinplatzieren, weil ich glaube, die Skibidi-Toiletten kommen gleich. Oh, nein. Das ist gar nicht gut. Okay, wo kann ich noch eine Kamera... Die haben Hannas Haus kaputt gemacht. Das ist eine... Die Toiletten sind da. Reingehen. Rein hier. Mach die Tür zu. Okay, wir sind, glaube ich, hier drin erstmal sicher. Lass uns nach oben gehen, dann können wir alles beobachten. Oh nein, Leute. Ich glaube, die Skibidi-Toiletten kommen und die machen hier alles kaputt. Die greifen Braxys Haus an. Seht ihr das? Oh, die hat einfach Hannas Haus kaputt gemacht, John. Mann, Kameramann, du musst was machen. Du musst mir helfen. Ich hab auch Angst, aber zusammen sind wir stark. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Und, oh mein Gott, die haben das ganze Haus von Braxy kaputt gemacht. Ich hoffe nur... Was? Das Laboratorium. Oh, die haben das Labor kaputt gemacht. Schau dir das mal an. Oh nein, ich glaube, wenn er hier hinkommt, dann wird das richtig ungut für uns enden. Oh, sogar Odis Haus und... Nein, und sogar Schleimis Haus und Nikis Haus. Oh, was sollen wir machen? Wo ist denn die Polizei, wenn man sie mal braucht? Mann, das ist alles gar nicht gut. Ich muss mehr Kameras aufstellen. So, hier noch zwei Stückchen. Dann hier kommt noch eine hin. Sehr gut. Boah, wir haben noch 50 Kameras. Die müssen wir überall hin platzieren. Kommt schon, Leute. Und ich habe so Angst. Was macht die Toilette da unten? Sie springt da rum. Und sie schießt nochmal. Jimmy! Ja, was ist los? Tausch die Türen aus! Du hast recht. Das ist eine gute Idee. Ich muss schnell nach unten gehen, bevor hier alles kaputt gemacht wird. So, die Tür muss weg. Okay, sehr gut. Und jetzt kommt das hier hin. So. Und jetzt haben wir hier eine richtig coole Tür gemacht. Odis Haus ist auch weg, Leute. Und ich glaube, diese Toilette kommt langsam zu uns. Hast du vielleicht noch Obsidian? Obsidian? Ja, ich hab noch ein bisschen da. Aber das hilft uns nicht. Wir müssen in den Keller. Wir brauchen einen geheimen Raum im Keller mit Obsidian. Okay, lass uns in den Keller gehen. Los, komm schnell. Wir müssen nach unten gehen. Oh, los, Leute. Dafür war ich gar nicht ohne, Leute. Mach die Treppe kaputt. Treppe? Oh, ich muss alles wegmachen hier, bevor die da runterkommt. Los. Ich glaube, sie fängt schon an, das Haus zu zerstören, Leute. Die Frau ist da draußen, Jimmy. Oh nein. Schau mal, sie hat schon das oben alles kaputt gemacht. Oh, wir müssen anfangen mit Obsidian. Los, schnell, Kameramann. Und wo ist eigentlich deine Kamerafrau? Ich weiß es nicht, wir müssen uns beeilen, los! Okay, du bau hier schon mal so eine kleine Ecke rein. Da müssen wir uns dann erstmal unterbringen. Das wird richtig, richtig knapp, Leute. Ich habe noch eine Pickaxe dabei. Sehr gut, Leute, das heißt, wir müssen uns beeilen, bevor hier alles Bruch geht. Nein, weg damit. Richtig gruselig, beeil dich, Kameramann. Das endet nicht gut, glaube ich.
Los, schnell, schnell, schnell. Weg damit, weg damit, weg damit. Wir müssen das alles hier wegmachen. Oh, sehr gut. Okay, wir haben schon mal ein bisschen Etage hingemacht. Und das wird unser neues Zuhause sein. Zum Glück habe ich euch kennengelernt, Kameramann und Kamerafrau. Ihr seid wirklich die Besten. Warte, ich mache hier sowas hin. Okay, mach jetzt hier alles zu mit Obsidian. Dann sind wir sicher in unserem Kasten hier, okay? Okay, okay, aber meine Frau, ich gehe meine Frau suchen. Timmy, es war schön mit dir. Was? Hier nimm die Kameras. Nein. Du warst ein toller Sohn. Das kannst ich du muss nicht meine machen. Frau finden. Oh, aber bitte lass mich nicht allein. Und kannst du bitte ein paar Stärkung holen? Ich werde dir die Stellung halten, okay? Ich muss meine Frau suchen. Du schaffst das ohne mich. Ich schaff das, Leute. Wir müssen hier die letzten Kameras hinmachen, damit das Ganze sicher ist. Boah, wir sind jetzt hier in unserem kleinen Bunker drin. Ich hoffe, dass die Toilette nicht hierher kommt. Wir schauen mal kurz raus, Leute, wie es da draußen aussieht und mein ganzes Haus ist kaputt. Oh, wir müssen schnell wieder rein. Wo ist diese Toilette? Die. Wo hast du meine Frau gelassen, du blöde Toilette? Wir komm sofort her. Wir müssen nimm ihm helfen. Das hier. Leute, er hat mir das Leben gerettet. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihn fertig machen. Bleib stehen. Gib mir die Toilette. Bleib stehen. Wir werden dich fertig machen. Oh, lass Nickys Haus in Ruhe. Wer? Du machst Nickys Haus kaputt. Nicht das Hotel! Oh, Skibidi! Du blöde Toilette! Nein, nein, bleib stehen! Bleib stehen! Du hast meine Frau umgebracht! Skibidi! Du, nimm das hier! Kameramann! Aber... Nein! Du hast... Hast du ihn... Du hast ihn erledigt! Du... Du Monster! Oh, dieses Monster, Leute, macht sogar den Spieli kaputt. Was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ihr müsst das Video liken und abonnieren, Freunde. Ansonsten war's das hier. Bitte, mit eurer Hilfe schaffe ich das. Zusammen sind wir stark, Leute. Nur so können wir die blöde Skibidi-Toilette wegbekommen aus der Stadt. Ihr seht schon, oh, Braxys Haus ist kaputt. Schleimi, Odi, Lumi, Hanna und mein Haus und sogar Nickys Haus sind alle weg, Leute. Oh, wo ist die blöde Toilette hin? Wir müssen hinterhergehen. Ich muss irgendwie diese Toilette aufhalten. Ich werde den Technikladen nachschauen, Freunde. Vielleicht haben wir da eine Chance. Boah, ihr habt mich auf eine gute Idee gebracht. Ich werde dann nachschauen, ob ich da irgendwas noch Brauchbares finden kann. Ich muss diese blöde Toilette irgendwie loswerden. Ein PC? Nein, das brauchen wir nicht. Ein Laptop? Ein Gamingstuhl? Oh, nein. Aber die Toilette ist hier irgendwo. Ich höre sie die ganze Zeit. Wir müssen aufpassen, Leute. Ich schau mal in der Kiste hier. Oh, kommt schon, Leute. Was ist hier drin? Boah, hier ist eine Nerf Gun, Leute. Wie cool ist das denn? Okay, du willst es wohl nicht anders. Na, Skibidi, die Toilette. Weißt du, was jetzt passiert? Hä? Wo bist du? Hä? Wo ist die Toilette, Freunde? Wo ist sie hin? Sie muss hier... Sie ist da hinten beim Krankenhaus. Oh, sie geht sogar aufs Krankenhaus, Mann. Diese blöde Toilette. Da hinten macht sie alles kaputt. Sie hat wirklich die ganze Map kaputt gemacht. Boah, sogar die Schule. Bleib stehen, Skibidi Toilette. Das war's mit dir. Wir werden jetzt kämpfen in einem schönen 1 gegen 1. Bleib stehen. Hast du nicht Angst, hä? Hast du nicht Angst vor mir? Weißt du was? Kennst du vielleicht schon meinen Freund, die Kamera? Hä? Ja, dreh dich mal um. Wir haben dich auf Kamera und werden jetzt gegen dich kämpfen. Weil du bist böse. Oh. Okay, wir haben sie fast erledigt. Sehr gut, Leute. Wir müssen weiter draufhalten. So schaffen wir das. Und da vorne ist sie, Leute. Ich muss... Oh, verdammt. Ich habe nicht getroffen. Ich muss besser treffen, Leute. Jetzt aber. Oh. Oh, das war knapp. Und Feuer frei. Hä? Oh, nein, 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 nein. Wir müssen nochmal. Wow. Boah, das war knapp. Ich glaube, wir haben sie fast erledigt, Leute. Noch einmal. Na, hast du noch irgendwelche letzten Worte, blöde Skibidi-Toilette? Skibidi? Genau. Und ich glaube, sie ist weg. Haha. Boah, mit eurer Hilfe habe ich es geschafft, Leute. Aber das wird richtig lange dauern, alles wieder aufzubauen. Oh, die gesamte Stadt ist kaputt.
Diese blöde Skibidi-Toilette hat wirklich alles zerstört, außer die Glaskuppel. Oh, hier sieht's wirklich richtig schlimm aus, Leute. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Ich muss mal schauen. Vielleicht gehe ich zur Polizei oder so. Oh, was Prexy? Ist hier passiert, Jimmy? Prexy, man Prexy. Lässt dich einmal allein in der Stadt und du machst alles kaputt. Das war ich nicht. Oh nein, mein Haus. Prexy, mein Haus. Nein, das war nicht. Das war diese blöde Skibidi-Toilette und der Kameramann und die Kamerafrau haben dich adoptiert und deinen Ironman-Anzug hat überlegt. Und du hast alles kaputt gemacht. Das warst du. Ich würde dir niemals glauben, außer die Leute schreiben jetzt die Wahrheit in den Kommentaren. Also Leute, hat Jimmy das wirklich kaputt gemacht oder nicht? Wenn Jimmy die Wahrheit sagt, dann schickt jetzt ein orangenes Herz unten in die Kommentare. Erst dann glaube ich dir. Leute, ihr habt Prexy gehört. Bitte, er muss mir vertrauen und sich auch in Acht nehmen, weil diese blöde Skibidi-Toiletten, die sind echt noch unterwegs. Ihr müsst aufpassen vor denen. Und mein Freund Niki ist auch irgendwo da hinten. Oh, Prexy, das wird richtig lang dauern, alles wieder aufzubauen. Ich weiß. Aber ich werde dir helfen. Ehrlich, wir kriegen das hin. Mann, Prexy, lass mich doch in Ruhe. Was ist denn wieder los, Prexy? Da ist irgendwas los. Wir müssen da unbedingt hin. Was soll da los sein? Leute, Prexy will mir irgendwas zeigen. Und ich weiß nicht was, der nervt schon den ganzen Tag. Prexy, ich muss zur Schule, ich muss lernen. Oh, komm schon, wir haben Sommerferien, Mann. Stell dich nicht so an. Irgendwas ist hier. Nein, ich gehe da nicht rein. Das ist der Zirkus. Und du weißt, da wo der Zirkus ist, kann auch der Clown sein. Oh, der ist schon lange weg. Komm mit. Lange weg? Leute, wenn ihr irgendwo einen Clown seht, dann schreibt es in die Kommentare, weil die sind böse. Und was ist da jetzt, Prexy? Was ist das denn da hinten? Prexy, warum führst du mich hier hin? Ich weiß es nicht. Ich habe hier irgendjemanden schreien hören. Jimmy, du musst mich lieben. Ich werde alles dafür tun, dass du mich liebst. Was? Du wirst mein sein, Jimmy. Leute, habt ihr das gehört? Das ist doch das Fanmädchen. Was macht die denn da? Und ich glaube, die ist richtig verrückt geworden. Die macht irgendwelche Experimente. Das ist gar nicht gut. Prexy, ich gehe mal lieber wieder, okay? Nein, lass uns doch mal schauen, was sie machen. Nein, das sieht voll gruselig aus. Ja, das sieht so aus, als wenn sie irgendwas zusammenbraut oder so. Hallo. Prexy. Was? Was macht ihr hier? Wir wollten gucken, was du hier machst. Warte ganz kurz. Ja, Jimmy, was ist? Ich brauch kurz ein Haar. Nein, aua. Leute, die hat mir einfach ein Haar weggenommen. Das hat voll weh getan. Was noch in den Trank? Was für ein Trank? Fertig. Ich will den nicht trinken und geh weg von mir. Ich will nichts von dir. Oh, stell dich doch nicht so an. Nein, du gehst jetzt da drüben runter. Nein, Prexy, bitte hilf mir doch. Sie wird immer gefährlicher. Wo denn runter? Ich sehe gar nichts. Hör auf damit. Prexy, geh weg, sonst bist du da nicht. Wo geht's hier denn runter? Jimmy. Prexy. Bitte, lass mich in Ruhe. Nein, was ist das? Was ist das hier? Und ich will deinen komischen Trank nicht trinken. Und warum ist hier so ein komisches Portal? Du willst den Trank nicht trinken? Dann musst du da durchspringen. Leute, was ist das? Da geht's richtig weit weg. Oh nein, ich sehe auch Prexy nicht mehr. Oh, ich glaube, sie will, dass wir hier durchgehen, Leute. Spring. Und zwar jetzt. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht anders, Leute. Ich muss da durchspringen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bitte abonniert den Kanal, damit ihr immer meine Videos in Erinnerung habt. Oh Mann, ich werde das jetzt machen. 3, 2, 1. Wow! Wo bin ich jetzt gelandet? Leute, ich bin in der Stadt, aber warum sieht das so merkwürdig aus? Schaut euch mal die Textur an. Irgendwas hat nicht funktioniert, Leute. Sie wollte doch, dass ich mich in sie verliebe. Aber schaut mal, meine Bücher, die sehen ganz komisch aus. Und mein Diamant sieht aus wie ein richtiger Stein. Prexy,
Brexy, 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 da vorne bist du ja. Brexy, ha, da bist du ja endlich. Ha, mir geht's gar nicht gut, Brexy. Hier sieht alles ganz komisch aus. Und das Holz, wie das aussieht, das sieht so real aus. Ha, Brexy, siehst du auch den Mond? Der ist rund. Hä, das war doch immer so. Wovon redest du, Jimmy? Geht's dir gut? Und hier stimmt irgendwas nicht, Brexy. Seit wann sieht das Hotel aus mit den ganzen, Glasscheiben? Und, boah, schau mal, die Lichter, die sehen so cool aus. Jimmy, soll ich dir vielleicht einen Arzt rufen? Leute, ihr seht das doch auch, oder? Also, ich spinne doch nicht. Das sieht doch komplett anders aus. Oder sieht das etwa genauso aus wie vorher? Wir müssen ganz, ganz schnell zurück zu diesem komischen Zelt. Jimmy! Was ist, Brexy? Es ist schon dunkel geworden. Du musst nach Hause. Oh nein, vielleicht hast du recht, Brexy. Ich sollte schlafen gehen. Du hast recht, Brexy. Gute Nacht. Bis morgen. Oh Leute, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich sehe alles ganz komisch. Wie als wenn das in echt wäre. Aber noch nicht so krass in echt. Vielleicht habe ich doch alles nur geträumt. Wow, schaut euch mal an, wie mein Zimmer aussieht. Das sieht ja sowas von cool aus. Mit der Säge, den Hammer und wow, meine Nintendo Switch und mein Bettilein. Ich leg mich schlafen, Leute. Ich bin müde. Das tut so gut, Leute. Schlafen. Guten Morgen, hä? Es ist immer noch alles gleich und... Nein, gar nichts hat funktioniert. Ich sehe alles ganz komisch. Schau mal, meine Nintendo Switch und hier sind komische Sägen und Hammerwerkzeuge. Was hast du mit mir gemacht? Dich in eine echte Dimension geschickt, damit auch unsere Liebe echt wird. Aber außerdem liebe ich dich gar nicht und ich will eine richtige Freundin und nicht eine, die mir das aufzwingt. Jetzt verschwinde, hau endlich ab von mir, ich mag dich nicht. Du bist... Brexy, komm schnell her. Brexy, du musst mir helfen. Was ist der denn schon wieder? Brexy, bitte, hallo. Bitte, kannst du nicht heute mit mir was machen? Und ich habe keine Zeit, Fangirl, ich mache mit Brexy was. Hä? Wir machen doch immer was zu dritt mit deinem Fangirl hier. Nein, Brexy, bitte. Dank ihr bin ich in einer anderen Dimension und boah, schau dir mal die Sonne an, wie cool die aussieht. Die ist richtig groß und hell. Aber das wird nicht bezwecken, dass ich dich liebe. Auch wenn ich jetzt besser sehen kann. Wieso lieben? Wir drei sind doch alle beste Freunde. Nein, sind wir nicht. Ihr seid alle komisch. Brexy sieht gar nichts. Ihr seid komisch. Und Brexy, bitte sei auf meiner Seite. Mann, das Fangirl ist durchgedreht. Die hat mir irgendwas gegeben und ich bin durch so ein Portal geflogen und jetzt sieht alles real aus. Was für ein Portal? Also Fangirl, ich glaube, der hat zu viel Filme geschaut. Nein, habe ich nicht. Du kannst so nicht mit unserer besten Freundin reden. Ich werde dir das beweisen, dass sie daran schuld ist. Sie hat nämlich ein Portal gebaut, weil sie mich liebt und sie will diese Liebe in echt haben oder so. Und komm mit, ich zeig's dir einfach. Die glauben mir nicht, Leute. Wieso glauben die mir nie? Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Das war so ein Portal und da bin ich durchgefallen. Und dann hat sich alles verändert, Leute. Wir müssen das schnell finden. Das ist hier irgendwo. Das war doch hier bei dem Spielplatz. Genau da, wo der Zirkus ist. Hier war das. Zum Glück waren hier keine Clowns, Leute. So, da habe ich das Fangirl heute Morgen gefunden. Und da hat sie komische Geräusche gemacht. Siehst du, Brexy? Ich erzähle keine Lügen. Wow, wie die Spinnennetze aussehen. Die sahen doch schon immer so aus. Und heute Morgen... Hast du bei mir geschlafen? Du warst gar nicht hier. Wovon redest du? Nein, guck mal hier. Sie hat mich hier runtergezwungen, siehst du? Da! So, schau. Das ist unser Geheimversteck, Jimmy. Das ist nicht Gerd. Da ist doch das Portal. Da, schau. Hier ist das. Ich hab dich nicht angelogen, siehst du? Was ist das? Brexy, geht da nicht durch, sonst...
Oh, Leute. Hey, Jimmy, geh mal kurz dahin. Guck dir das mal an. Nein, ich will da nicht durchgehen. Nein, Leute. Nein, nicht durchgehen. Ich will da. Du sollst nur hier gucken. Ich, was soll ich denn da mal anschauen, Leute? Und, hä? Was? Hä? Leute, wo bin denn ich jetzt hier gelandet, Leute? Das ist, glaube ich, wieder eine neue Dimension. Nein, 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 nein. Odi ist zu Hause. Odi ist zu Hause, sieht noch mal anders aus. Seht ihr das? Jetzt sind da so komische Zangen dran. Und auch die Schatten sehen richtig cool aus. Oh, ich muss das unbedingt Brixie zeigen. Aber wie sehe ich eigentlich aus? Boah, Leute, ich bin ein bisschen gewachsen. Seht ihr das? Ich bin auf jeden Fall gewachsen. Und die Baumstämme, boah, die sehen so cool aus, Leute. Schaut mal, wie das aussieht. Und auch die Erde. Das muss ich alles Brixie zeigen. Das wird er mir nicht glauben. Brixie, Brixie, Brixie. Hoffentlich ist Brixie zu Hause. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Brixie! Brixie, mach schon auf. Hä? Brixie! Wie bist denn du? Robi? Wer ist Robi, Leute? Kennt ihr einen Robi? Ich kenne keinen Robi. Wer bist du? Ich bin Robi Robert. Wer bist du? Ich bin Jimmy und außerdem wohnt hier Brixie. Brixie? Ja. Ich hab von einem Brixie hier gehört. Leute, könnt ihr euch dran erinnern? Ah, oh, Brixie ist doch da durchgefahren und ich glaube, er ist in einem anderen Universum. Oh nein, vielleicht finden wir jetzt nie wieder Brixie. Er wird mir jetzt schon fehlen. Weißt du, das Zuhause, wo du jetzt hier bist, das gehört eigentlich meinem Freund Brixie. Könntest du vielleicht ausziehen? Also, wenn du jetzt nicht sofort aus meinem Grundstück verschwindest, rufe ich die Polizei. Aber weil Robi Robert wohnt hier seit 20 Jahren mit meinem Papa. Aber du bist genauso groß wie ich. Und außerdem ist da drüben, da drin, Brixies Zimmer hier. Hey, das ist, raus aus meiner Wohnung. Aha. Nein, das ist Brixies Aufnahmebereich. Hier macht er immer seine Videos. Hä? Hallo? Leute. Ja, ich hab hier so einen kleinen orangenen Jungen, der bei mir eingebrochen ist. Nein. Hallo, Papa, ich bin gehen. Robi. Nein, wir müssen gehen. Mach's gut, Robi, ich werde nie wiederkommen. Keine Sorge, okay? Tschüss und lass dich nie wieder blicken. Okay. Sag mal, wem gehört eigentlich da drüben das Gebäude? Das gehört meinem Papa. Und wie heißt dein Paps? Boxy. Bobsy, Leute, das ist Brixies Labor. Okay, dann tschüss. Oh, Leute, wir müssen da schnell reingehen. Vielleicht hat... ist hier irgendwo ein Eingang, Leute? Wir müssen hier einen Eingang finden. Ja, das hat funktioniert. Wir sind jetzt in dem Labor von Brixie drin. Aber das sieht so anders aus. Schaut euch mal an, wie die Lichter aussehen. Das sieht so cool aus. Und zum Glück ist das Fangirl nicht hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier in unserer Ruhe. Und ich muss jetzt irgendwie einen Weg zurückfinden, Leute. Vielleicht am PC. Vielleicht kann ich irgendwas programmieren. Leute, ich werde mich beeilen. Komm. Komm schon. Das muss funktionieren, solange das Fangirl nicht da ist. Jetzt mach schon. Los. Hä? Und hat's geklappt? Nein! Wo? Hallo, Jimmy! Wie hast du mich gefunden und wo ist Brixie? Erzähl mir sofort, wo Brixie ist. Unsere Liebe ist so groß, wir finden immer zueinander. Nein, wer ist Brixie? Was? Du kannst dich nicht an Brixie erinnern? Mein besten Freund, mein allerbesten Freund. Du kennst ihn. Es gibt hier kein Brixie. Wie, es gibt hier kein Brixie? Was willst du damit sagen? Ja, dass ich noch nie etwas von einem Brixie gehört habe. Nein, Leute, sie kennt auch nicht Brixie. Oh, es gibt, glaube ich, nur eine Lösung. Wir müssen zurück zu dem Portal und müssen nochmal unser Glück versuchen. Wir müssen irgendwie Brixie retten, aber ich weiß nicht wie. Kannst du vielleicht mich nochmal zum Portal bringen? Vielleicht klappt dann unsere Liebe. Ehrlich. Jimmy Lein, ich würde alles für dich tun. Okay, dann lasst uns schnell zum Portal gehen. So, ich gehe auch schön mit dir mit, genau. Oh, Leute, das sieht so cool aus bei Nacht. Aber ich vermisse Brixie und ohne Brixie ist es langweilig. Auch wenn das hier richtig schön aussieht. Aber in der Dimension will ich nicht mehr bleiben. Okay, liebes Fanmädchen, ich bin jetzt hier wieder, wo wir vorher waren. Okay, ich glaube, hier muss das Portal sein. Ich werde jetzt rückwärts reingehen. Ganz vorsichtig.
Ah, wow, sieht so cool aus, Leute. Schaut euch mal die Steine an. Und das Holz sieht aus wie Bambus. Und Lumis Haus, da ist sogar Metall dran. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Boah, das sieht so realistisch. Ah, Praxi, Fangirl, was macht ihr denn hier? Du hast unseren Freundetag vergessen. Aber das war nicht so gemeint, Praxi. Und außerdem, wir sind hier in einer anderen Dimension. Dank dem Fangirl, was übrigens immer noch in mich verliebt ist. Und wegen ihr sind wir jetzt hier, wo wir sind. Hm, fällt dir das nicht auf, Praxi, dass die Bäume anders ausschauen? Timmy. Ihr seid zusammen seit 2 Jahren. Was redest du da? Ja, hast du was auf den Kopf bekommen, Timmy? Was? Leute, das macht gar keinen Sinn. Du hast mich zur Hochzeit eingeladen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, Leute. Ich glaube, in der Dimension sind ich und das Fangirl verheiratet. Und das schon seit 2 Jahren. Ring? Hä? Was für ein Ring? Nein, ich will keinen Ring. Das ist... Nein. Ring des Paladin, als ob ich dir den geschenkt habe. Ha, das ist ein Missverständnis. Und außerdem sind wir in der anderen Universum gar nicht zusammen. Wir sind nämlich niemals zusammen, Fangirl. Und Braxy, ich will wieder zur alten Dimension zurück, wo wir normal sind und wo Minecraft normal aussieht. Auch wenn die Blume richtig cool aussieht. Schau mal, wie die Blume aussieht. Boah! Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Du verhältst dich komisch. Und Leute, schaut euch mal das Gras an. Das tut sogar richtig im Wind wehen. Und wenn ich drüber laufe, geht das auch so rüber. Boah, das sieht so cool aus. Also, heute vielleicht können wir uns ja doch hier... Naja, sollen wir in Zukunft in der Dimension einfach bleiben? Aber dann bin ich mit dem Fangirl zusammen. Und das für immer. Und das will ich gar nicht. Ich muss das irgendwie rückgängig machen. Aber wie? Wie kann ich das rückgängig machen? Verdammt, verdammt, verdammt. Sag mal, Fangirl, hast du zufällig noch den Zirkus? Wieso nennst du mich eigentlich Fangirl? Ich bin doch deine Frau. Ja, genau. Meine Frau. Frau Fangirl. Weißt du noch, wo der Zirkus ist? Ja, natürlich. Und Praxi, weißt du noch, wo der Zirkus ist? Der ist doch da drüben, wo der immer genau. ist. Genau, besser ist es, wir gehen da mal hin, weil ich habe gehört, dass der Ronald McDonald Clown hier sein soll. Und, oh, der ist richtig selten hier. Kommt, lass uns hingehen, das wird richtig cool. Wirklich? Oh, let's go. Leute, das sieht so realistisch aus. Schaut mal, wie das hier aussieht, das ganze Hotel. Aber für die sieht das normal aus. Also wenn das bei euch nicht so aussieht in Minecraft, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Weil ich kannte das so noch nicht. Und da ist auch schon der Zirkus. Und jetzt muss ich irgendwie alles nochmal gerade biegen, Leute. Ich weiß aber... Boah, der Zirkus hat sich ja komplett verändert. Schaut mal euch das an. Jetzt sind hier so Hammer und Segen und... Boah, hier. Das sieht so realistisch aus. Boah, ich würde jetzt hier runtergehen. Ich kenne nämlich einen Geheimgang. Kommt mit. Das ist doch unser... Das ist unser Versteck. Was will der eigentlich? Aber wir müssen hier eine Fackel machen, Leute. Schaut euch mal das an. Wie cool das aussieht. Die Fackel sieht sowas von cool aus. Also hier war eigentlich immer ein Portal, weißt du? Und, genau. Oh, das sieht aber echt gruselig aus, Leute. Ich will echt nicht lange in der Dimension bleiben. Am besten gehen wir sofort. Weißt du was? Du musst einfach nur durch die Wand laufen. Dann klappt das. Leute, wenn ihr jetzt alle liked, dann kommt hier ein Portal. Ehrlich, Leute, liked alle schnell, damit das klappt. 1, 2, 3. Boah, Leute, das Portal ist da. Und ich glaube, wenn wir jetzt... Jetzt sind meine Freunde weg. Ich werde rückwärts reingehen in 3, 2, 1. Boah. Hilfe! Hilfe! Was ist Hilfe! Los? Wir müssen... Jimmy braucht nein, Hilfe! Nein, hallo! Nein. Wo bist du? Wo bist du? Braxy! Braxy! Ich sehe dich. Wo bist du? Was ist los, Braxy? Heavy, du warst doch gerade beim Zirkus. Braxy, sag mir eins. Bin ich mit dem Fangirl zusammen? Nein, der hat dich vor einer Minute entführt. Ich bin gerade hierher gelaufen. Entführt? Was? Nein, ich bin wieder in der richtigen Dimension, Braxy. Ich bin so froh, dass du wieder da bist.
Was redest du? Du warst vor einer Minute noch mit dem Fangirl unten in ihrem Keller und jetzt bist du hier. Wie hast du das gemacht? Braxy, das ist eine lange Geschichte. Außerdem ist es schon spät geworden. Ach, weißt du was? Das ist viel zu lange. Komm zurück, Braxy. Jimmy, was machst du hier? Lass ihn in Ruhe, Jimmy. Schnell nach Hause, schnell. Schnell nach Hause, los. Aber er war doch gerade eben... Los. Und jetzt? Das ist egal. Geh nach Hause, Fangirl. Und geh woanders hin. Ja, Braxy, ich komm. Du bist echt mein Lebensretter. Oh, Leute, ich bin so froh, dass Braxy wieder normal ist und... mein Zuhause. So, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und es sieht so cool aus. Danke dir, Braxy. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte. Ich habe nichts gemacht, aber du bist auch mein bester Freund. Für immer und ewig. Und jetzt lass uns Fortnite spielen. Yippie. Und noch eine Blume. Die wird riesig, Leute. Ich glaube, die wächst bestimmt eines Tages richtig hoch. Dann kann ich endlich zur Sonne hochgehen. Die ist so heiß, Leute. Und ich will, dass die endlich mal kühler wird. Mann, der Sommer ist so warm, Leute. Hä? Was macht denn Braxy da? Und wer fährt da so Auto so verrückt? Braxy! Braxy, was machst du da? Boah! Odi hat ein neues Auto gekauft! Odi ist wieder da! Jimmy! Odi, lass dich drücken, mein Bester! Du bist einfach der Beste, Odi! Wo warst du? Er ist mein Freund. Ja, er ist dann der Zweitbeste, okay? Okay. Hey, ich bin immer noch der beste Jungs. Ich bin wieder da. Yippie, das heißt, wir haben Spaß ohne Ende. Und das in den Sommerferien, das wird richtig toll. Weißt du, was auch toll ist? Was denn, Braxy? Bacon Cheeseburger! Bacon Cheeseburger, ich hab auch einen. Ich hab einen McChicken. Guck mal, den habe ich vom McDonald's geholt. Odi, es hat ein McDonald's aufgemacht. Jungs, lasst uns was essen gehen! Okay, komm schon. Ja, lass uns zum McDonald's gehen. Das ist eine super Idee, Odi. Hä? Warte mal, da hinten läuft jemand. Wer ist das? Das sieht aus wie eine... Das ist ein neues Mädchen in der Stadt. Wie cool. Lass uns hingehen. Komm schon. Ich hab dich verliebt. Los, Jungs. Wie kannst du dich denn schon verliebt haben? Du hast sie doch noch gar nicht gesehen, Odi. Oh Mann, das ist doch mein Schatzilein. Braxy, was sagst du denn dazu? Du hast gar nichts gesagt. Freunde teilen sich immer alles. Lass mich zuerst. Ich will zuerst. Wartet, Jungs. Sie sieht ganz komisch aus. Sie sieht aus wie eine gruselig, Jimmy! Eine Kamera. Aber sie ist anscheinend eine Frau. Ich klopf mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo, ich liebe dich! Hallo? Ja, ich bin's, Jimmy. Wir wollten Hallöchen sagen und Der will gar nichts sagen. Hallo, ich liebe dich. Was? Odi, du kannst nicht eine Kamera lieben. Das geht nicht. Ich liebe dich. Ich hab dich zuerst geliebt. Ich war der Erste, der dich geliebt hat. Lass mich auch rein. Ich will auch schauen, was hier los ist. Du musst dich nicht verstecken vor uns. Wir sind richtig nett. Ja, und lieben dich. Genau. Wir lieben dich, genau. Und hast du vielleicht noch eine Freundin? Wartet, ich habe eine Idee. Ja, sag du, Braxy, los. Ihr geht jetzt nach Hause und lässt mich mit ihr allein. Ich finde alles über sie heraus. Ich habe eine bessere Idee, Jungs. Okay. Wir spielen Flaschendrehen und küssen sie alle einmal. Flaschendrehen? Willst du mit uns Flaschendrehen spielen? Komm schon. Nein, ich will, dass ihr geht. Ich glaube, sie meint das ernst. Ich glaube, sie will nichts von uns, Leute. Ja, okay. Tschüss, ich liebe dich. Tschüss, ich gehe ja schon. Warum hat sie überhaupt da Orangen da drin? Das sind meine Lieblingsfrüchte. Leute, wenn ihr Orangen genauso mögt wie ich, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und die war voll komisch. Warum war die so komisch, Leute? Was habt ihr denn gemacht? Nix. Nein, wie auch immer. Ich werde schon noch rausfinden, warum sie so war. Sie hat bestimmt irgendein Geheimnis und ich werde herausfinden, welches Geheimnis das war. Und dann werde ich es euch beiden sagen. Wir sehen uns noch. Tschüss. Komm, Odi.
Jetzt gehen die da schon wieder hin. Oh, die sollen die doch in Ruhe lassen. Oh, das gibt bestimmt nur Ärger. Ich wusste gar nicht, dass eine Kamerafrau Bürger ist. Oh, ich muss näher ran, damit ich was höre. Also, Odi und ich hatten eine richtig coole Idee. Mhm. Und zwar dachte ich, oder dachten wir uns, ob wir vielleicht nur zu dritt Flaschen drehen spielen. Oh, was, Leute? Genau. Sie wollen uns einfach mich ausgrenzen. Das geht nicht, Leute. Das macht man nicht unter Freunden. Ja, ich hätte Lust, solange der Kleine da nicht mit dabei ist. Oh, die sind gemein. Mimi ist doch ein Baby. Komm schon, lasst uns Flaschen drehen spielen, Leute. Okay, es wird auch schon dunkel, Leute. Wisst ihr was? Ich werde mir irgendwas überlegen, wie ich immer dabei sein kann. Und so, dass die mich nicht sehen. Oh, ich habe eine Idee. Ich muss auf jeden Fall bei Braxis Labor vorbeischauen. Vielleicht hat er irgendwas, wie ich mich unsichtbar machen kann, damit ich die auf jeden Fall beobachten kann, was sie da heute Nacht alles machen, Leute. Lass uns mal nachschauen. Aber ich muss einbrechen. So, okay, da ist schon mein Fernseher. Noch ein Fernseher? Kommt schon, hier muss doch irgendwo was sein. Euch mal... Da ist eine Kiste, die habe ich ja voll übersehen, Leute. Lasst uns da mal rein, John, gemeinsam. Aber Leute, wenn ihr jetzt das Video liked, wird da was richtig Cooles drin sein. Aber ihr müsst alle das gemeinsam machen. In 3, 2, 1, jetzt! Okay, ich werde jetzt reinschauen und zack. Boah, da sind ganz viel Burger King Whopper. Wo hat denn er die ganzen Whopper her? Und da ist ein Trank. Da steht Trank der Unsichtbarkeit. Was wird wohl passieren, wenn ich das trinke, Leute? Ich glaube, dann werde ich unsichtbar. Und ich kann die ganze Zeit belauschen und kann sehen, was die machen. Das wird richtig spannend. Okay, ich werde ihn trinken in 1, 2, 3. Lecker. Oh, Leute, was? Ich bin unsichtbar. Schaut mal, man kann sogar durch mich durchschauen. Das sieht ja voll cool aus. Oh, ich hoffe, dass ich aber jetzt nicht für immer so bin. Ich will nicht so bleiben, Leute. Aber jetzt kann ich die endlich belauschen und beobachten. Und jetzt werde ich auf jeden Fall das Geheimnis von denen lüften. Schaut mal, die sind da schon in dem Haus drin. Eigentlich hat da Hannah immer gewohnt, aber das ist jetzt irgendwie voll das Mädchenhaus geworden. Was machen die da? Wartet okay, mal. TV-Frau, du hast Pflicht genommen. Das heißt, du musst mit Braxi knutschen, ne? Oh, sie küssen sich einfach. Oh Mann, wisst aber was? Ja, okay. So, wir gehen einfach rein. Hä? Warum ist die Tür aufgegangen? Hallo? Genau, na, das wird wohl ein Geist gewesen sein. Haha, die haben keine Ahnung, dass ich das war. Wie cool. Naja, egal, Leute, die Tür ist bestimmt nur vom Wind aufgegangen. Ihr müsst jetzt knutschen, ne? Nur vom Wind, Leute. Okay. Oh, nur vom Wind, ja? Das ist wohl auch nur vom Wind kaputt gegangen. Ich glaube, hier spukt es. Ich hab Angst, Brax hier. Komm zu mir. Komm schnell zu mir. Oh, jetzt hauen die ab, Leute. Mann, die sind voll unfair. Wenn die nur wüssten, dass ich die ganze Zeit dabei war und die mich ausgrenzen. Das macht man nämlich nicht, Freunde. Das ist nicht cool. Ha, jetzt bin ich mal gespannt, was sie da machen. Die sitzen da schon wieder in einem Kreis. Okay, TV-Frau, du bist dran mit Fragen. Frag doch einfach Braxi, ob er Jimmy wirklich mag. Boah, da muss ich mich da muss ich mich reinhören. Boah, Leute, jetzt bin ich gespannt, was Braxi da sagen wird. Magst du Jimmy wirklich? Er ist mein bester Freund, er wird doch bestimmt ja sagen. Also... Ich muss ehrlich sein, okay. Das ist ja das Spiel. Ehrlich? Also, Jimmy ist manchmal nervig, das stimmt. Aber er ist mein bester Freund. Und beste Freunde sind immer füreinander da. Genau. Und deswegen mag ich ihn. Aha. Ja, er hat sie gezeigt, TV-Frau Edge. Und jetzt muss, glaube ich, Braxi eine Frage stellen. Oh, die Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit! Hast du... bei Jimmy jemals geklaut seine Switch? Ja, zwei Stück schon. Der hat meine Switch geklaut, das macht man nicht. Okay, jetzt muss, glaube ich, die TV-Frau was machen. Ich bin gespannt, was sie machen muss oder sagen muss. Du TV-Frau, Wahrheit oder Pflicht? Sag schon. Na, dieses Mal nehme ich aber Wahrheit. Wahrheit? Oh. Wir kriegen endlich ihr Geheimnis raus. Endlich, Leute.
Okay, TV-Frau, warum bist du in unsere Stadt gekommen? Genau, warum und was hast du hier verloren? Und warum habe ich ein Wasserfläschchen in der Hand? Und also Jungs, ich mag euch, ihr seid irgendwie cool, aber ich muss euch alle zu Kameras machen. Hä? Was ist das denn jetzt? Hey, wo kommt das denn jetzt auf einmal her, Leute? Zum Glück bin ich unsichtbar, weil anscheinend will sie jetzt Brexy und Odi zu Kameras und TV-Menschen machen. Oh nein, sie hat dich berührt. Lass mich in Ruhe. Was sind das hier für Effekte? Ich muss hier raus, Leute. Weg hier. Ich muss zu Niki, Leute. Ja, ich muss Niki das sagen. Oder der Polizei. Ich wusste es, dass die böse ist. Die ist nur hierher gekommen, um wieder die Stadt kaputt zu machen. Nein, das ist gar nicht gut. Und meine Freunde werden jetzt irgendwie verwandelt, Leute, zu TV und Kameras. Was soll ich denn jetzt machen? Niki, bist du da? Ich glaube, Niki ist auch nicht zu Hause, Leute. Nein, ich muss zurückgehen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Was ist das denn jetzt? Was ist mit meinen Freunden passiert? Die sehen voll schlimm aus. Bing, bong. Was? Das ist Odi, Leute. Und das ist Brixie. Und... Nein. Oh, meine Armee. Was, sie will eine Armee machen? Jetzt die Stadt zerstören. Nein, das darf sie nicht machen, Leute. Unsere Stadt ist doch wichtig. Und sie fängt schon damit an, dass sie es Nein. Zerstören. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen sie aufhalten. Ich habe gedacht, die sind nett, aber die sind gar nicht nett. Ich muss jetzt Brexy ein bisschen so in sein Ohr reinflüstern. Vielleicht ist er noch da drin. Brexy, psst. Brexy, ich bin's, Jimmy. Hörst du mich? Jimmy? Ich bin's. Ich sehe dich. Und du bist ein TV-Mann. Die hat dich verwandelt, Brexy. Jimmy verwandeln. TV-Frau Jimmy verwandeln. Nein. Jimmy bei mir. Nein, ich bin gar nicht bei dir. Jimmy. Ich muss abhauen, Leute. Nein, die können mich aufsuchen mit ihren komischen Aua. Infrarotwellen oder so. Au! Die greifen mich an, Leute. Ich muss nach Hause. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Au! Rein hier. Und zumachen, Leute. Okay, ich muss in meinen Geheimgang rein. Die machen mein ganzes Haus da oben kaputt. Nein. Ich muss hier runter. Verdammt, und jetzt hier in den Geheimgang rein. Okay, ich glaube, wir sind hier erstmal in Sicherheit, Leute, oder? Die sind da oben. Ich höre sie. Ich hoffe nicht jetzt, dass sie jetzt da runterkommen. Das wäre gar nicht gut. Frequenzen unten. Ich spüre etwas. Ich spüre Jimmy unten. Ich muss hier hoch in den Geheimgang, Leute. Da unten ist sie. Seht ihr sie? Da ist diese TV-Frau. Und die hat sogar eine Kamera. Und da ist Brexy, mein alter Jimmy Freund. Jimmy verwandeln. Ich hab voll Angst, Leute. Verdammt. Ich muss mir irgendeinen Plan machen. Und das einzig Gute ist, Leute, ich bin noch unsichtbar. Und das muss ich ausnutzen. Leute, ich brauche jetzt irgendeinen Plan, wie ich die wieder gut machen kann, meine Freunde. Ich wollte die doch nur spionieren und wollte nachschauen, was diese komische Frau da macht. Freunde, ich muss mich irgendwo in Sicherheit begeben, weil anscheinend ist jetzt jeder hier zur komischen... die sind in meinem Haus, die machen alles kaputt da drüben. Und schaut mal, diese eine Frau, die hat einfach Odi und Brixie verwandelt. Da ist ein Polizist. Herr Polizist, hören Sie mich? Wer spricht mit mir hier? Hände hoch! Leute, ich bin doch unsichtbar. Wie soll ich jetzt das machen? Ich bin's, Jimmy. Und da drüben ist eine TV-Frau und eine Kamerafrau. Und die sind beide böse. Und meine Freunde wurden verwandelt. Und wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ich bin in ihren Gedanken. Okay? Wenn das ein Prank sein soll, kommst du ins Gefängnis. Nein, das ist kein Prank. Und ich zeige Ihnen jetzt diese komischen Kreaturen. Kommen Sie mit. Oh, Leute, der Polizist folgt mir zum Glück. Okay, jetzt muss ich nur noch die beiden finden, die hier die ganze Insel einnehmen wollen. Wo sind sie? Nein, die wollen mein Zerstören ganzes Haus. Herr Polizist, hier, schauen Sie sich das an.
Was ist hier los? Hände hoch, keine Bewegung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Was wollen Sie hier? Polizei, genau. Gehen Sie nach Hause. Nein, 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 nicht nach Hause gehen, nee. Herr Polizist. Aua. Die sind böse. Gehen Sie nach Hause. Nein, tot. Nein, nein, ich brauche einen anderen Polizisten. Verdammt, Mann. Und wenn die das hier alles in die Luft werfen, dann war's das mit meinem Haus und mit mir und meine Nintendo Switch, Leute. Das ist gar nicht gut. Frequenz, Jimmy gefunden. TV-Frau, Jimmy weg, hier, weg, Tür. Weg hier, aus und zu. Zu. Es wird schon wieder dunkel, Leute. Ich muss hier irgendwie eine Falle locken, aber ich weiß nicht wie. Oh nein, wenn doch nur hier irgendjemand wäre. Aber hier ist niemand mehr. Das war, glaube ich, der einzige Polizist auf der Insel. Ich muss zu Braxy gehen. Ich muss in sein Labor gehen. Da muss noch irgendwas sein, Leute. Schnell, 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 bevor die uns erreichen. Die Tür war die ganze Zeit offen. Oh, ich dusse. Ich hätte auch so reingehen können. Na schön. Oh, wir haben hier Fallen, Leute, und ganz viele Eimer. Nein, die haben mich, glaube ich, gefunden. Raus hier, Leute. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ich muss zum Wasser. Ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Das ist es. Ich muss ganz, ganz viel Wasser holen. Mhm. Okay. Und dann brauche ich irgendwo Platz. Oh, das war knapp, Leute. Wo ist Jimmy? Nein, 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 nein. Die müssen jetzt irgendwie jetzt hier zu rüber mir kommen. Okay, ich werde jetzt hier das einfach mit Gras abdecken. Oh. Komm schon, Leute, komm schon, komm schon, komm schon. Und zack, so, sehr gut. Scanne, Jimmy. Scan, läuft. Was? Scan, nix. Scan, die sollen mich nicht scannen. Die sollen abhauen, Leute. Sehr gut, Leute. Zack, zack, zack. Und wenn die darüber laufen, dann werden die Sicherungen ausgehen. So, ich werde mich jetzt genau hier hinstellen. Und wenn die jetzt die komischen Sensoren wieder aktivieren, Scan, werden die gefunden. Versuchen, hier hinzulaufen. Oh. Gefunden? Jimmy, hier hinten! Ah, na, kommt Verwandlung! Hier. Genau, Verwandlung! Haha, na, wie gefällt euch das? Ha? Odi, kannst du mich hören? Jimmy! Odi, werd wieder normal, bitte! Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, werd wieder Jimmy, normal! Jimmy! Hä? Wo bist du? Odi! Haha, Odi, ich bin in deinen Gedanken. Ich bin noch unsichtbar. Aber ich hab dich wieder normal gemacht. Hol mich hier raus, Jimmy. Die TV-Frau ist verrückt. Die ist sowas von verrückt. Ich hab dir doch gesagt. Aber warum wart ihr so gemein zu mir? Jimmy, wir waren nie gemein zu dir. Hol mich hier raus. Leute, meint ihr, ich soll ihm vertrauen? Weil eigentlich war er voll gemein zu mir. Er wollte mein Haus in die Luft jagen. Das macht man nicht als Freund. Ja, okay, ihr habt recht. Ich soll dir eine Chance geben. Okay, Odi, ich werde dich hier rausholen. Warte, willst du einen Taco haben? Was will ich mit einem Taco? Hol mich einfach hier raus. Na, na schön, warte. Ich werde den Erdblock hin platzieren. Moment, und zack. Und hier, warte. Jetzt kannst du raus. Oh, danke, Jimmy. Oh, du weißt gar nicht, die ist verrückt. Egal, wo du bist, wo bist du denn überhaupt? Odi, ich bin noch unsichtbar. Hast du eine Idee, wie ich wieder sichtbar werden sein kann? Weiß ich nicht. Ess den Taco. Hä, hey, was soll denn ein Taco helfen? Junge, ich weiß es doch selber nicht, Jimmy. Oh, Leute, ich will wieder normal werden. Und wo ist Braxy eigentlich? Ich vermisse meinen Freund Braxy. Die wollen die ganze Stadt zerstören, Jimmy, wenn du dich nicht verwandelst. Was? Nein, wir müssen uns schnell verwandeln, Leute. Okay, Odi, ich hab einen Plan. Ich werde jetzt ein Kostüm anziehen und dann müssen wir die einsammeln, okay? Und dann wo bist du, Mann, Jimmy? Braxys Haus, bis gleich. Leute, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich muss ganz schnell nach oben gehen. Braxy hat doch immer so einen komischen Superheldenanzug, wenn ich den anziehe. Genau, soll ich Spider-Man oder Superman sein? Oder doch? Captain America. Boah, das sieht ja mega aus. Oh, wir müssen nach unten gehen. Odi, Odi, siehst du mich schon? Ich hoffe, Jimmy ist nicht da. Ich muss voll dringend auf... Hä? Ja, klar.
Oh, dir! Jimmy! Na, siehst du mich jetzt endlich wieder? Du bist Spider-Man! Natürlich sehe ich dich! Wir müssen uns sie schnappen. Du kannst später noch aufs Klo gehen. Wo ist sie hin? Hast du irgendwas dabei, womit wir sie erledigen können? Na klar, Jimmy. Schau mal, das hat die mir gegeben. Was ist das? Oh, das ist eine TV-Nerf-Gun. Wie cool. Komm mit, Odi. Ich werde mir sie schnappen. Ein für alle Mal. Komm schon, Jimmy. Angriff! Und bleib stehen, TV-Frau. Kein Schritt näher. Und lass mein Haus in Ruhe. Hast du verstanden? Ich zerstöre dein Haus. Na, das werden wir ja sehen. Ergib dich und verschwinde. Mach das Hände nicht nochmal. Hoch! Nimm die Hände hoch. Sofort. Ansonsten muss ich den hier machen. Niemals werde ich mich ergeben. Das werden wir ja sehen. Und zack. Zack. Ich würde noch sehen, Leute. Du wirst dich hier nie wieder blicken schon, lassen. Jimmy. Nie wieder. Verschwinde, du blöde TV-Frau. Und ich glaube, wenn ich sie erledige, Freunde, dann kommt Braxy auch wieder. Deswegen musst du jetzt draufgehen. Haha. Hodi, wir haben es geschafft. Sie ist weg. Du hast es geschafft, Jimmy. Aber wo ist Braxy? Weiß ich nicht. Hilfe. Braxy. Braxy? Braxy? Hast du ihn gehört? Ich hab ihn auch gehört. Wo ist er? Da hinten! Er läuft gerade zu sich nach Hause! Braxy, warte! Braxy, ich bin's! Ich bin's, Jimmy! Braxy, da bist du bleib ja! Bleib stehen! Genau, bleib stehen! Spider-Man! Ich bin nicht Spider-Man! Jimmy, ich du bin Dummkopf. Jimmy, Mann! Irgendwie ist mir wieder richtig schlecht. Leute, mir ist ich auch schlecht. Wir haben ein großes Problem. Die TV-Männer sind auf dem Weg. Ich habe die Frequenzen gespürt und die meinten, dass die einen kleinen orangenen Jungen suchen. Dann suchen die Audi. Tschüss, bis zum nächsten Video. Nein, checkt auf jeden Fall meine Freunde ab und ihr könnt jetzt auch die anderen Videos auschecken hier. Tschüss.